Liebe Freunde der paradoxen Strategie, ja, die unverschämten Brandenburger haben uns beleidigt. Das verschafft uns einen Kriegsgrund. Allerdings wäre das durchaus was, hier uns zu rächen wegen dieser Beleidigung. Aufgrund einer Tatsache, Österreich ist mit Gotland verbündet und das ist natürlich ein interessantes Ziel. Auch für uns. Allerdings sind sie auch mit Österreich verbündet. Und ja, ich glaube, sie haben sogar ein ziemlich gutes Verhältnis zu Österreich. Ja, sogar ein deutlich besseres, als ich es habe. Und ich glaube, das ist doch etwas zu riskant. Einfach jetzt hier diesen Kriegsgrund zu nutzen, weil ich möchte nicht gegen Österreich stehen. Österreich hat hier 35.000 Mann, das ist einfach heftig. Andererseits sind wir hier im Osten ebenso blockiert. Novgorod, Litauen, Polen, all diese Länder kann ich nicht angreifen, weil es einen Eintritt der Koalition nach sich führen würde. In dieser Koalition ist Dänemark, Schweden und das ist wiederum ebenfalls sehr, sehr schwierig für mich. Ich zeige euch das mal. Militärarmeen, Gesamtarmeenstärke und da seht ihr hier, Schweden ist auf Platz 5 mit 26.000 und dann Dänemark mit 23.000 Mann. Das heißt, die alleine würden 49.000 Mann gegen mich aufstellen können. Und das ist schon, ja, dramatisch. Da kann ich auch mit meinen Verbündeten, die dann auch weit entfernt sind, wahrscheinlich möglicherweise nicht an meiner Seite kämpfen, da kann ich einfach nicht mithalten. Deswegen bin ich eigentlich im Moment zur Passivität verdammt und muss Geduld haben und schauen, ob sich mir irgendeine andere günstige Gelegenheit bietet. Im Moment ist sie definitiv nicht so. Insofern werden wir den Friedenskurs weiterfahren und werden die Zeit dann auch weiter nutzen, um unser Land auszubauen und zu stärken. Also derzeit ist nicht die Zeit für einen Krieg, muss man einfach mal so sagen. So, Novgorod hat einen neuen Anführer, die Handelsrepublik, und zwar Ferdowsi Nostrevati, ein militärisch fähiger Mann. Ja, weiter gibt's zudem nichts zu sagen. Und was gibt's? Ah ja, beim Heiligen Stuhl. Oh, hier ist wieder so ein Textfehler. Da habe ich nicht aufgepasst, offenbar. Da hat sich hier Schweden hat uns übertrumpft, aber da kann ich noch was tun, indem ich hier... Genau, jetzt sind wir wieder Führer und ich habe noch 22. Eigentlich könnte ich das nutzen, hier unten diesen Mann, der da Schweden... zu Schweden gehört, den könnte ich vielleicht abspenstig machen. Das wäre natürlich toll, wenn wir zwei potenzielle Kardinäle gleich auf unserer Seite haben. Mal schauen. Gut, aber weil Brandenburg uns beleidigt hat, werde ich mal sicherheitshalber hier meine Armee nach Neumark ziehen. Sicher ist sicher, man weiß ja nie, was passiert. Und, ah ja, Ivan der Dritte ist nicht mehr Großfürst in Moskau, sondern jetzt ist es Wasili der Dritte. Auch das ein sehr talentierter Herrscher. Also muss man sagen, die Moskowiten, die haben hervorragende Anführer. Und im Übrigen ist es soweit, dass wir in eine neue Idee investieren können. Jetzt kommen hier die Marineideen im Qualitätsbereich. Das ist für mich durchaus ja auch interessant, weil ich natürlich auch eine Seemacht sein muss und spätestens beim Kampf gegen Schweden-Dänemark wird das eine Rolle spielen. Allerdings, ja, Großschiffkampffertigkeit plus 10% ist natürlich im Moment nicht sehr hilfreich, weil ich gar keine Großschiffe habe. Andererseits ist es so, dass ich immer noch Militärtechnologie 5 habe und das ist nicht gut, muss man einfach mal so sagen. Da sind andere deutlich besser. Ihr seht es, ich hinke hier auch ein bisschen hinterher. Also Ungarn hat schon Militärtech 7, Moskau auch. Insofern werde ich meine Militärmachtpunkte lieber aufbewahren, um technologisch ein bisschen aufzuholen. Das wäre, glaube ich, sinnvoller und hilfreicher.
So, derzeit gibt es eigentlich nicht mehr zu tun. Außer dies, was wir schon unternehmen. Ich schaue mal meine Bilanz an. 5,68, ja. Das ist okay. Besteuerung steigt kontinuierlich. Sicher auch aufgrund der Gebäude, die wir bauen. Und was passiert hier? Hier gibt es Rebellen, Freiheitskämpfer in der Ukraine, weißrussische Patrioten. Na, ich hoffe, die können damit umgehen, die lieben Ukrainer. Sonst kommen wir natürlich gerne zu Hilfe. Allerdings habe ich auch nur halbe Moral, wenn ich das richtig sehe. Genau. So ist es. Ja, jetzt kommt es hier zum Kampf. Und das konnten die Ukrainer lösen. Die Qualität unserer Truppen ist beeindruckend. Ja, das finde ich auch. Unsere Entscheidung, Qualität zu investieren, hat uns in den Augen unserer Nachbarn noch beeindruckender gemacht. Wir sind die Nummer 1. 10 Prestige. Sehr schön. Das können wir auch gut gebrauchen. Prima. Tja, unser Beleidigungskriegsgrund gegen Brandenburg läuft auch bald aus. Aber wir werden ihn, wie gesagt, nicht nutzen. Das einzige potenzielle Ziel wäre Böhmen. Böhmen hat nur eher schwache Verbündete. Nun gut, aber das Problem ist ja, wenn ich mir im Reich expandiere, dann verscherze ich es mir immer weiter mit Österreich. Das ist auch so eine Schwierigkeit. Wir werden sehen. Ah, wir haben übrigens wieder Geld. Das will ich auch wieder nutzen, indem ich Gebäude baue. Und zwar immer noch Tempel. Oder vielleicht mal einen Hofmeister. Ja, das lohnt sich hier insbesondere in der Marienburg, sehe ich gerade. Das machen wir doch mal. Ein Hofmeister hier. So. Ansonsten ist dann unser Ziel tatsächlich die diplomatische Annexion von Masowien vielleicht. Wobei uns hier noch deutlich Beziehungspunkte fehlen. Mal gucken, inwieweit ich das noch verbessern kann. Geschenk an den Staat. Gute Regierung bitten die Adligen und Geschäftsleute des Reiches manchmal um Spenden für die Reichskasse. Entweder aus purem Patriotismus oder im Austausch gegen Verkauf bzw. Übertragung von Ehrentitel und Positionen. Entweder stecke ich das in die Schatzkammer oder ich erhalte Prestige 80. Ja, ach, ich nehme es in die Schatzkammer. In dieser Situation kann ich Geld gut gebrauchen. Wie gesagt, um die ganzen hübschen Gebäude zu bauen. Und wir haben einen neuen Papst, Johannes der 23. Und das erinnert mich daran, dass ich hier mal beim Vatikan auch mal wieder lang schaue. Und wie sieht es denn aus? 99, Schweden auch 99. Das heißt, ich muss hier unbedingt meinen Einfluss stärken. Machen wir mal mit 10 und dann gehe ich hier auch nochmal 5 hoch. Kann zwar England nicht übertrumpfen, aber bald vielleicht. Ja. Und ansonsten bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht die Gelegenheit nutze und mal 2 Großschiffe baue. Ich kann noch. Oh nee, mein Flottenlimit ist schon sogar auf 26 angestiegen. Wow, wie kommt das denn? Muss ich gleich mal gucken. Okay, einfach so. Vorhin war es noch 24. Das ist auf jeden Fall gut. Ich bin trotzdem mal überlegen, ob ich 2 Großschiffe baue. Das Problem ist natürlich, die sind verdammt teuer. Gar nicht so sehr, was den Bau selbst betrifft, sondern der Unterhalt. Ihr seht es hier, 0,48 monatlich. Das ist schon heftig. Wenn ich 2 davon baue, kostet mich das fast eine Dukate im Monat. Aber ich denke, das ist
ist die richtige Entscheidung, weil es wird über kurz oder lang wahrscheinlich auch mit Schweden-Dänemark zur Auseinandersetzung kommen. Und dann ist das schon hilfreich, wenn man eine Flotte hat, die mithalten kann. Insofern bauen wir mal zwei Großschiffe, vielleicht dann hinterher noch mal zwei Galeeren. Das wird sich dann zeigen. So, Masowien sind wir bei 183. Mal sehen, wenn wir bei 200 sind. Wir müssen ja 190 kriegen. Okay. Österreich, da haben wir jetzt das Maximum erreicht diplomatisch, plus 143. Jetzt schauen wir uns mal um, wo wir vielleicht noch was erreichen können. Wie sieht's aus, Pommern? Da versuche ich es auch nochmal wieder auf Maximum zu treiben. Wie gesagt, mir liegt diese Koalition schwer am Magen. Das ist im Moment wirklich die entscheidende Blockade meiner Aktivitäten. Deswegen schicke ich den guten Mann dort nochmal hin. Ansonsten scheint es im Moment recht friedlich hier abzugehen. Es gibt hier einen Krieg, der noch läuft. Böhmen gegen Savoyen und ein paar Kleinstaaten. Ah, im Übrigen, jetzt ist es soweit. Wir können eine neue Technologie investieren, und zwar Militärtechnologie. Das will ich auch tun. Bringt mir Infanterie in Nahkampf plus 0,3. Das ist durchaus relevant. Und Frontbreite plus 2 und Militärtaktik plus 0,25. Das wählen wir jetzt. Arkebuse wird erforscht. Obwohl in China bereits im 12. Jahrhundert Handfeuerwaffen entwickelt wurden, die im 14. Jahrhundert auch Europa erreichten, waren diese Waffen aufgrund ihrer Nachteile auf dem Schlachtfeld nur von begrenztem Nutzen. Dennoch gelang es der leichteren und zuverlässigeren Arkebuse, den Bogen zu verdrängen. Ausschlaggebend waren drei Faktoren: die bessere Rüstungsdurchdringung, das einfachere Training und der Umstand, dass zum Gebrauch dieser Waffen keine außergewöhnliche Körperkraft notwendig war. Ja, anders als bei den Langbögen, in der Tat. Gut, das haben wir jetzt erforscht. Wundert mich, dass das sozusagen keinen zusätzlichen Fernkampf bringt. Aber egal. Technologie Arkebuse ist unser. Und damit haben wir jetzt einigermaßen technologisch wieder aufgeschlossen. Ist hier jetzt wahrscheinlich in dieser Karte noch nicht berücksichtigt. Na gut, 6 haben wir. Unsere Nachbarn haben 7. 7, Böhmen auch 7. Österreich hat auch 6. Brandenburg 7. Ja, müssen wir schon aufpassen, dass wir da nicht allzu sehr hinterherhinken. Was ist hier? Koalition verlassen. Österreich verließ Koalition gegen Bayern. Das nützt mir nichts. Pommern unterstützt Anhalt im Krieg gegen Brandenburg. Okay, hier ist ein interessanter Krieg ausgebrochen. Das müssen wir uns mal anschauen. Anhalt, Hanseburg, Sachsen-Lauenburg, Pommern und Würzburg. Gegen Brandenburg. Warum? Was ist der Anlass? Angreifer gegen Anhalt im Krieg. Brandenburgische Eroberung von Anhalt. Okay. Österreich ist nicht mit eingetreten, so wie es aussieht. Beziehungen sind immer noch herausragend. Ja, ist schwierig. Also, na gut, wir haben auch derzeit überhaupt gar keinen Kriegsgrund gegen Brandenburg. Insofern ist das jetzt auch nicht der Rede wert. So, aus Pommern ist der Diplomat heimgekehrt. Die Beziehungen sind auf 100, also plus 34 ist die Meinung. Immer noch sind sie aufgebracht. Immer noch sind sie Mitglied der Koalition. Insofern frage ich mich jetzt, können wir hier noch was tun? Wir können noch Geschenke versenden. Kriegssubventionen könnte man machen.
Vielleicht. Zugangsaktion. Vielleicht ist das Problem auch meine Minusbereich. Insofern versuchen wir mal Militärzugang zu erbitten. Machen wir mal kurz. Mal sehen, ob das Auswirkungen hat. So, Pommern hat das gewehrt. Insofern sind wir jetzt hier auf 0 gerückt. Das ist ja auch gut. Aber ich glaube, das müssen wir mal einen Monat abwarten, ob das... Ja, er ist aus Pommern zurückgekehrt. Ob das jetzt Auswirkungen... Ach, verdammt, ja, das... das kostet ja diplomatische Beziehung. Ich depp, das ist schlecht. Das ist schlecht. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Kostet mich jetzt ein Diplomatie-Machtpunkt im Monat, diese Aktion. Das ist schade. So, und jetzt senden wir nochmal ein Geschenk dahin. Wieso? Achso, nee, ja. Hier, plus 25 um 10. Plus 50 um 20. Ich gehe jetzt mal richtig in die Vollen. Es soll mir mal gelingen, dass die diese aufgebrachte Haltung beenden. Oder vielleicht ist auch ein Kriegssubvention. Vielleicht bringt das noch mehr. U3. Ne, wir senden mal ein Geschenk. Mal gucken. Das Auswirkungen jetzt haben. Plus 59. So, der Diplomat ist wieder da. Ja, tatsächlich, es ist gelungen. Sie fühlen sich nur noch bedroht. Und jetzt müssten wir mit etwas Glück, müsste diese Allianz aufgelöst werden. Sie sind nämlich auch nur Rivale und Litauen fühlt sich auch nur bedroht. Es gibt niemanden, der aufgebracht ist. Ui, scheinbar ist es so, dass diese plus 50 diese entscheidende Schwelle ist. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt was passiert zum Monatsende. Das wäre doch mal großartig. Plus 60 ist es jetzt sogar. Wir haben den Januar. Und sie sind immer noch, die Koalition besteht immer noch. Kann nicht wahr sein. Also nach allem, was ich eigentlich gelesen habe, müsste die Koalition sich jetzt auflösen. Nun gut. Warten wir es ab. Vielleicht passiert ja noch was. Das wäre schon ganz, ganz wichtig für mich. Die Koalition besteht immer noch. Okay. So. Nun gut, ich überlege aber, hat sich hier irgendwas verändert? Nein, sind auch Koalitionen verbündet mit Polen und Nowgorod. Ja, diese Bündnisse bestehen. Brandenburg, wie sieht es hier aus? Verbündet mit Gotland und Österreich. Okay. Was ich aber jetzt mal machen werde, ich werde, glaube ich, mal einen Anspruch auf Gotland erwirken. Das bringt mir natürlich wieder aggressive Expansionsmalus. Geheimdienstaktion Anspruch fingieren. Gotland, genau. Ja, gegenüber Pommern minus 13. Aber ich glaube, das müsste okay sein. Im Falle eines Falles kann ich dann vielleicht Gotland angreifen. Und wenn dann Brandenburg auf der Seite von Gotland steht, dann glaube ich nicht, dass Österreich da noch mit einsteigt. Das ist, müsste, glaube ich, verantwortbar sein. So, der gute Mann aus Masowien ist zurückgekommen. Wir haben plus 148. Wir brauchen plus 190 zur diplomatischen Aktion. Das ist unser nächstes Ziel in jedem Fall. Mal sehen, ob und wie uns das gelingen wird. Ein kleiner Schritt ist gelungen, nämlich
Pommern ist nicht mehr aufgebracht gegen uns, aber das hat noch keine Auswirkung auf die Koalitionsfrage. Ja, ich bin gespannt, ob sich das ändern wird. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Bis dann, euer Steinwallen.